Ich lade Sie ein zu einem neuen Draußengottesdienst. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde der Draußengottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Jesus ist an Weihnachten geboren. Das ist nun schon einige Wochen her. Wir hören nun, wie Jesus erwachsen wird. Heute wird es um Jesu Taufe im Fluss Jordan. Er ist ungefähr 30 Jahre alt und Johannes der Täufer tauft ihn. Das erste Mal bekennt sich Gott öffentlich zu seinem Eingeborenen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Fluss Jordan, um sich von Johannes, dem Täufer, taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich muss ich doch von dir getauft werden, und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen Gottesdienst, wenn Martin Luther sich bedrängt fühlte, wenn er Angst hatte, wenn er mit seinen Gegnern in einem Streitgespräch war, dann ritzte er in den Tisch, ich bin getauft, ich bin getauft. Dann fühlte er sich ganz zu Gott zugehörig, er wusste sich dann ganz in Sicherheit. Für Martin Luther war seine Taufe, das zeigt diese Tischinschrift, äußerst wichtig. Dank seiner Taufe fühlte Luther sich von Gott stets geborgen, beschützt und begleitet. Das Vorbild für Martin Luthers Taufe, natürlich auch für unsere Taufe, ist die Taufe Jesu im Fluss Jordan. Als Johannes Jesus tauft, öffnet sich der Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So erklingt die Stimme vom Himmel herab. Gott bekennt sich zum ersten Mal öffentlich zu seinem Sohn Jesus, ohne Einschränkung. Eine wundervolle, leuchtende Szene am glitzernden Ufer des Flusses Jordan. Eine Szene voller Licht, voller Freude, voller Liebe. Lassen auch wir uns berühren von diesem warmen Licht des offenen Himmels. Lassen wir auch wir uns berühren in diesem neuen Jahr. Lassen auch wir uns davon anrühren, wie der Himmel über Jesus ganz offen steht und Gott ihm zuruft, du bist mein geliebter Sohn. Lassen auch wir uns berühren von der Liebe Gottes. Denn auch in unserer Taufe ruft Gott uns das zu. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Wie schön ist dieses Wissen, wie kostbar ist dieses Wissen. Zu jeder Zeit, aber vielleicht besonders zu dieser besonderen Zeit. Mit unserer Taufe folgen wir Jesus. Er ist unser Erlöser. Der Himmel leuchtet auch für uns heute. Und Jesu Licht ist heller als alle Dunkelheit. Jesu Licht geleite uns durch dieses neue Jahr. Amen. Wir wollen gemeinsam beten, wie uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft,
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.